Dankeschön. So, dann. Ich werde mal die Schuhe ausziehen. Ja, ich möchte auch recht herzlich begrüßen von meiner Seite. Wir werden jetzt die nächste Stunde gemeinsam miteinander verbringen. Eins kann ich euch gleich versprechen, es wird sehr lustig werden für uns alle. Zumindest für mich sicher. Ich hoffe für euch auch. Und ja, bevor wir starten, Body Brain Activity mit Begeisterung und Spaß. Leicht durch die Schule, leicht durch die Arbeit und leicht durchs Leben. Bevor wir den Vortrag starten, möchte ich euch, den Studierenden, noch einmal gratulieren. Jeder, was die Entscheidung schon getroffen hat, hier zu starten, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Ich glaube, es ist auch eine richtige Entscheidung. Ja, wird es auch nicht. Ich bin selbst als Vortragender in ganz Österreich und Deutschland unterwegs, habe schon sehr viel gesehen und bin nach wie vor sehr beeindruckt von euren Professoren und Professorinnen. Ich habe da einen Workshop gehalten. Ich selbst bin immer, wie gesagt, bodenständig, bin vom Land und sage es einfach so raus, wie ich es denke. Und Lehrer sind ja für mich grundsätzlich immer eine eigene Spezie. Nicht alle, aber die sind schon immer besonders. Nur was ich da gemerkt habe auf der FH Kärnten, die Professoren und Professorinnen, die sind, ja, beeindrucken mich, auch beim Workshop, sind extrem offen, wissbegierig und zusätzlich habe ich zu 100% das Gefühl gehabt, sie wollen wirklich die Sachen aufsaugen, um euch das Ganze weitergeben zu können oder zu dürfen. Deswegen glaube ich, dass jeder, was hier startet, sicher eine richtige Entscheidung trifft. Mein Bub ist jetzt 10 Jahre alt, wenn er mal auf die FH geht, schicke ihn auch daher. Und das, was der Herr Rektor Grani gesagt hat, dem kann ich zustimmen. Ich bin selbst Unternehmer seit 15 Jahren und leite die Vita, oder bin Inhaber der Vitatia GmbH. Und auch wir suchen immer, wenn wir suchen, schauen wir uns bei Fachhochschulen um, wo können wir gute Leute rausholen, wenn wir wissen, dass die auch gut ausgebildet sind. Jetzt zu denen. Und was erwartet uns jetzt an? Wie gesagt, das Thema Konzentration. Auf das haben wir uns spezialisiert seit 15 Jahren. Warum? Konzentration ist für uns eins der entscheidendsten Themen und wird in weiterer Zukunft noch entscheidender werden durch die Digitalisierung, durch die Reizüberflutung von außen. Egal in was für einem Lebensbereich ihr euch befindet, wenn ihr euch gut konzentrieren könnt, könnt ihr gute Entscheidungen treffen, könnt ihr Sachen viel schneller verarbeiten. Und zusätzlich könnt ihr im Leben weiterkommen und auch wenn ihr einmal auf Probleme stoßt, das ist viel leichter zu überwinden. Bevor wir mit den ganzen starten, wer sind wir? Ihr seht jetzt an rechts, das ist mein Geschäftspartner, der Tilo Schneider, ist ein Deutscher, wohnt jetzt seit 20 Jahren in Österreich. Was hat er gemacht? Er hat auch im Wirtschaftsbereich studiert, war dann Vortragenden in Europa. War danach als Vortragender auch Geschäftsführer von Bodo Schäfer, hat auch die Vera Birkenbiel persönlich kennenlernen dürfen, hat viel von ihr mitnehmen dürfen und hat sein ganzes Wissen in unser Unternehmen eingefügt. Dann ist zu mir, ich bin einfach der Marco, 34 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Geltal. Was habe ich gemacht? War bei der Kellag, habe drüben eine Lehre gemacht und dann im Sportbereich tätig, war Doppel-Europameister im Tanzsport. Habe dann im Tennissport, Tennisprofi unter die Top 100 gecoacht, im Mentaltrainingsbereich und habe mir dann 100 verschiedene Trainingstechniken angeschaut, in Deutschland, in Österreich, aber auch europaweit und habe mir überall das Beste rausgeholt und aus diesen gesamten Sachen ist dieses Body Brain Activity entstanden, das wir jetzt weitergeben wollen. Bevor wir starten, habe ich aber noch eine Person, die sehr interessant ist für uns, mit denen sind wir in intensiven Austausch, mit dem Christian. Christian Opitz wohnt in Deutschland, ist Referent, Forscher und noch vieles mehr. Mit 8 Jahren hat er ja sein Naturwissenschaftsstudium gestartet, hat selbst eine IQ von 196, liest jedes 200-Seiten-Buch in 25 Minuten und kann euch genau sagen, was da drin steht. Hat die Lerntechnik Lernen wie ein Genie entwickelt. Wir haben dürfen von Christian diese Lerntechnik 1:1 übernehmen, bieten auch diese Seminare und haben auch ganz viel Wissen in unserem Programm. Das heißt, immer wenn wir Fragen haben, die wir nicht beantworten können, schreibe ich den Christian. Es geht dann relativ schnell, dass ich von Christian eine Antwort habe.
und er hat auch mit 20 schon bei Ärztekongressen vorgetragen. Das heißt, egal was wir ihn fragen, es kommt wie aus der Pistole geschossen, fundiert, wissenschaftlich und ja, sehr, sehr hilfreich. Ich habe ganz viele Tipps heute mitgebracht für euch, was ihr jetzt schon mitnehmen könnt, dass euer Studium hier auf der FH Kärnten natürlich super verläuft. Bevor wir jetzt dann starten, ihr habt auf die Plätze so Bälle. Nehmt einmal die Bälle, wer jetzt keine hat, macht nichts. Die Bälle sind so verteilt, dass jeder zweite Platz zwei Bälle hat. Dann können wir immer abwechseln. Okay? Haltet jetzt einmal diese zwei Bälle fest und wir versuchen etwas. Wichtig ist, ihr müsst jetzt in der nächsten Stunde gar nichts kennen. Es ist keine Prüfung, es ist einfach nur Spaß. Und ich erzähle ein bisschen was dazu. Wir versuchen jetzt eins, wir halten die Bälle so und probieren einmal ganz einfach in die Luft schmeißen. Einmal ist die rechte Hand oben, einmal die linke. Mehr ist es nicht. Nur das versuchen. Mehr ist es nicht. Genau, passt. Wir können wieder stoppen, gleich die Bälle vorne ablegen. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir kommen später noch einmal dazu, einfach die Bälle wieder vorne ablegen. Was ist da jetzt passiert? Es ist völlig normal. Ich mache die Übung jetzt seit rund 10 Jahren. Und egal, wo ich diese Übung mache, es passiert immer das Gleiche. Nämlich, schaut so ähnlich aus. Sowas passiert meistens. Ich habe in den letzten 10 Jahren noch keine Person getroffen, die beim ersten Mal beide Seiten gleichzeitig geschafft hat. Ich habe in Saalfelden am Vortrag gehalten von Bundesministerium für Sport, für Fitsport Austria. Da waren alles Sportlehrer, Sporttrainer da, habe das vorgezeigt. Danach haben gleich 10 aufgezeigt und haben gesagt, stopp, das ist eh einfach, ich schaff's. Ich habe gedacht, okay, spannend, jetzt schaffen es 10 Jahre keiner, jetzt gleich 10. Ich habe schon gewusst, was passiert. Falls es jemandem jetzt ähnlich geht und der denkt von euch drinnen, okay, eigentlich ist das ganz leicht, soll ich mich jetzt kurz melden, noch kurz abwarten, weil meistens passiert das da. Die sitzen nämlich so drin, die Sportlehrer sind aufgestanden, dann haben gesagt, macht es einmal, dann haben sie es so gemacht. So, dann habe ich ihnen erklärt, dass das auch voll super ist, schon eine gute Leistung, die Bälle vertauschen und fangen, aber das war noch nicht die Übung. Weil die Aufgabe wäre gewesen, die Bälle bleiben immer auf der gleichen Körperseite, wir tauschen nur die Hände. Das ist ganz was anderes. Und was passiert aber da? Warum haben wir mit dieser Übung gestartet? Wir haben da verschiedene Verbindungen, sogenannte Synapsen im Gehirn. Und eins ist für euch wichtig, je mehr Verbindungen ihr im Gehirn habt, desto leistungsfähiger werdet ihr. Je mehr Verbindungen ihr habt, desto bessere Vorsorge habt ihr für Burnout und könnt besser Stress abfließen lassen. Je mehr Verbindungen ihr habt, desto schneller könnt ihr lernen und umschalten und die Rhetorik wird da besser. Das heißt, meistens liegt die Ursache immer darum, dass wir nicht genügend Verbindungen, Vernetzungen im Gehirn aufgebaut haben, wenn wir uns irgendwo schwer tun. Baue diese Vernetzungen im Gehirn auf durch spielerische, einfachste, unter Anführungszeichen, Übungen. Dann fängt das Ganze funktionieren an. Warum ist das so wichtig? Wir schicken jetzt alle gemeinsam 1 Million Autos auf die Autobahn da in Villach, Autobahnauffahrt. Was passiert, wenn 1 Million Autos gleichzeitig rauffahren? Wir haben relativ schnell einen Stau, genau. Das gleiche passiert bei uns im Kopf durch eine Reizüberflutung von außen. Wir nehmen in der heutigen Zeit in unser Gehirn so viel Information auf. Ihr müsst vorstellen, 18. Anfang 19. Jahrhundert haben die Menschen so viel in ihr Gehirn gekriegt in 80 Jahren, was wir heute in 3 Monaten reinkriegen. Das heißt, es ist schon viel. Facebook, Instagram, Bilderland, drüben, dort, da und ganz viel verlernt und ganz viel Lernstoff auch noch. Dann passiert eins, Verbindungen hinzu, die kann ich meist nicht abrufen. Vielen kennt das vielleicht. Ich lerne zu Hause voll gut, gehe dann rein, habe eine Prüfung und auf einmal funktioniert das nicht mehr so, wie ich will. Nervosität kommt dazu, Verbindungen gehen zu. Da wird es nämlich schwierig, denn im hinteren Gehirnbereich ist das Wissen, vorne habe ich das Sprechen. So, jetzt habe ich ein Thema, es passiert leider immer häufiger in der Politik, siehe Ibiza-Video, gehen in der Mitte die Verbindungen zu, dann kann das Wissen nicht mehr zum Sprechen kommen, dann kommt von der Chance raus. Das gleiche passiert aber auch, wenn ich Prüfungen mache oder im Arbeitsleben bin oder Entscheidungen treffe.
Deswegen ist es wichtig, dass wir enorm viele Verbindungen aufbauen. Und das machen wir mit einfachsten Übungen. Jetzt sage ich heute noch ein paar Übungen. Wir werden noch sehr viel Spaß haben. Aber davor ist noch ein weiterer Faktor, was für uns entscheidend ist, ist das Thema Dopamin. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir so viel Dopamin wie möglich ausschütten. Dopamin ist ein Botenstoff und ist dieses Spaßhormon, unter Anführungszeichen. Das wird aber nur unter gewissen Voraussetzungen ausgeschüttet. Zwei davon sein, wenn ich ein kurzfristiges Ziel vor Augen habe oder wenn ich Spaß habe. Deswegen sollte ich schauen, dass ich eine Umgebung habe beim Lernen, wo ich mich wohlfühle, wo ich Spaß habe, was mir gefällt. Dann kann ich enorm viel Dopamin ausschütten. Dopamin ist zusätzlich zuständig, dass ich mutig bin, dass ich leistungsfähig bin, dass ich glücklich bin. Dann habe ich zu wenig Dopamin, wird das Leben öde und grau. Das macht alles keinen Spaß mehr, wenn das Dopamin weg ist. Die Feinmotorik funktioniert nicht mehr. Wenn die Feinmotorik nicht gut funktioniert, so Fingerläufe, dann schütte ich vielleicht zu wenig Dopamin aus, weil das hängt eng damit zusammen. Dann tue ich mir in diese logischen Bereiche mit Zahlen schwieriger. Wir arbeiten ja mit Kindern ab dem 5. Jahr bis Lehrende bis zum 110. Und es geht jedem gleich. Sobald er leichte Übungen macht, baut er Verbindungen in diesen Gehirnbereich und voilà, die Sachen fangen sich lösen an. Das geht relativ schnell. Und jetzt müssen wir einfach nur schauen, dass wir kurze Übungseinheiten einbauen. Immer nur ein paar Minuten am Tag. Dann baue ich enorm viele Verbindungen auf und ich wäre auch leistungsfähig und die ganzen Sachen funktionieren einfach wunderbar. Und ihr kennt es alle da erinnern, ja, normal schon, das Alter haben wir schon, wie schön das ist, wenn man Dopamin ausschüttet. Es gibt eine Phase in unserem Leben, da schüttet man so viel Dopamin aus, da merken wir eigentlich, was Dopamin für eine Kraft hat. Die Phase hält aber leider ja, nicht immer ein Leben lang an. Meistens haltet sie 3 Monate an, manchmal 10, in seltenen Fällen ein Jahr oder 1,5 Jahre. Dann lasst das Ganze wieder nach und wir kommen wieder ein bisschen so in die Realität zurück. Das ist die Phase, wenn wir verliebt sein. Da passiert eines, wir sind verliebt, Dopaminspiegel steigt an und dann geht's los. Sobald der Dopaminspiegel enorm ansteigt, aber tut uns die Augen ein bisschen drüben. Dann kommen so Sachen raus wie, man steht mit den Freundinnen zusammen und sagt, ich habe den Oberprinzen kennengelernt, das ist ein Wahnsinn. Das ist jetzt aber überhaupt der Beste, der kann glaube ich alles. Der schaut gut aus, kann alles, ist ein Wahnsinn. Dann kommt der bei der dir einer und die Freundinnen, ja, untereinander sagen sie, ja, geht der. Ist eigentlich eher lieber. Genau. Natürlich will man das nicht mitteilen, sagen wir, nein, ist eh super, perfekt, alles passt. In der Phase ist natürlich alles wunderbar, man ist meistens fit, das Immunsystem ist auf 100%, Schlafschwierigkeiten so und so, keine, kann perfekt einschlafen. Am Abend geht man mit seinem neuen Freund heim oder der Freundin heim, man nützt sportlich alle Räume, die zur Verfügung stehen. Und in der Früh steht man auf und dann passiert sowas. Im Bad hat zum Beispiel der neue Freund oder die Freundin 2 Socken liegen lassen. Dann denkt man sich in der Phase, hey, voll cool, schau, 2 Socken, yeah, lässig, putzt sich die Zehen, ist alles super. So, ein halbes Jahr später, wenn das Dopamin nachlässt, aber die Socken noch da sind, dann brechen das erste Mal kriegsähnliche Zustände aus. Dann sind wir nicht mehr so mit alles super. Oder es passiert dann ein halbes Jahr, dass man denkt, Havidere, was ist denn das für ein Typ? Oder irgendwie hat der anders ausgeschaut. Ich mag nicht selber wissen, wie viele Ex-Freundinnen von mir denken, alter Schwede, der Typ, dass ich mit denen überhaupt einmal zusammen war, schau, wie der ausschaut, das und das und dort. Sobald das Dopamin nachlässt, wird die Wahrnehmung ein bisschen klarer. Das heißt, dieses Gefühl von enorm viel Dopamin kennt jeder von euch. Und jetzt wollen wir aber eins machen, wir wollen es nicht immer so in die Luft schmeißen, mit Dopamin ganz rauf, dass es runterknickt, sondern immer den Reiz setzen, dass man kontinuierlich Dopamin bekommt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, die tun wir nicht empfehlen, das wäre die Möglichkeit, wenn man jetzt in einer Beziehung ist, könnte man die Partner ein bisschen öfter tauschen, dann wird man immer Dopamin ausschütten, für das empfehlen wir aber nicht, sondern das zweite wäre einfach ein paar koordinative Übungen einbauen, damit man immer wieder einen Reiz setzt. Jeder Reiz macht eines, baut neue Netzwerke, Verbindungen im Gehirn auf und jeder Reiz macht uns leistungsfähiger und schüttet dieses Dopamin aus. Das heißt, das ist einmal ein Hauptpunkt, was wir uns heute anschauen. Wir werden heute noch genug Dopamin ausschütten, aber mit Übungen. Und jetzt
ist der erste Tipp von uns an euch Neurotransmitter: Lernpausen. Das heißt, sobald ihr in eurem Studium seid, sobald ihr richtig startet, ist eins der wichtigsten Sachen, was man meistens vergisst, zur richtigen Zeit eine Lernpause machen. Denn ihr könnt euch nur so lange konzentrieren, solange die Neurotransmitter in eurem Gehirn aktiv sind. Neurotransmitter ist die Signalverarbeitung in eurem Gehirn, was die Sachen dahin bringt, wo sie hinkommen sollen. Jetzt ist aber das Spannende. Nach 20 Minuten sind die Neurotransmitter nahezu auf Null. Das heißt, nach 20 Minuten kann sich keiner mehr richtig gut konzentrieren. Aber der Christian Opitz mit seinem hohen IQ ist nach 20 Minuten aus, wenn er die Neurotransmitter nicht auffrischt. Als Kinder haben wir das drin gehabt bei uns. Wir sind in die Volksschule gekommen und das war eins. Wir sind drin geguckt in der Volksschule und nach 20 Minuten ist eins passiert. Wir haben so auf die Sitze umeinander rucken und angefangen. So, dann haben uns unsere Lehrer immer erklärt, wir sollen ruhig sitzen, dass wir brave Kinder sein. So, wir machen die Kinder rucken aber als Angrund auf die Sitze um, weil sie intuitiv spüren, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können. Und sobald ich mich leicht bewege, gehen die Neurotransmitter wieder auf 100 und ich kann wieder optimal lernen. Jetzt kommt das Spannende. Das Gehirn macht eins. Sobald das Gehirn lernen anfängt, wird es die ersten 5 Minuten und die letzten 5 Minuten ideal und optimal speichern. Die ersten und die letzten. Jetzt betreue ich ganz viele Studenten oder Studierende auf verschiedenen Fachhochschulen, die uns schreiben. Die sagen dann zum Beispiel: Schau Marco, ich habe jetzt 4 Stunden gelernt und da geht nichts weiter. So, wenn ich jetzt nur die ersten 5 und die letzten 5 Minuten speichere, habe ich dann effektiv gelernt in 4 Stunden, wenn ich durchlerne. 10 Minuten, genau. Das war effektiv. So, jetzt gehen die Neurotransmitter aber eh schon noch 20 Minuten runter. Also ist mein Tipp für euch, das würde ich immer machen, wenn ihr lernt und ihr werdet staunen. Ihr werdet ums 3- bis 10-fache mehr Stoff aufnehmen und mit Leichtigkeit behalten. Macht es noch 20 Minuten eine kurze Lernpause, aber nur für 30 Sekunden bis 1 Minute. Und die schaut so auf. Steht einmal auf. Und haltet einmal die Hände so. Genau. Und jetzt stellen wir uns vor, da sind so Wassertropfen oben. Und die schütteln wir jetzt ganz fest vor und weg von uns. Einfach fest wegschütteln. Ja, genau. Sehr, sehr gut. So, jetzt machen wir eins. Beine schütteln. Genau. Sehr gut. Jetzt tun wir die Hände überkreuzen, ohne bewegen. Und tun wir so leicht abklopfen, Mund auf und zu. Bei manchen schadet nicht, wenn sie ein bisschen fester klopfen. Genau. Sehr gut. Ausschütteln, fertig, niedersetzen. Genau. Das reicht völlig, dass ihr im Gehirn einen frischen Kick kriegt. Wenn jemand 6 Stunden durchlernt, ist möglich. Man kann ohne Probleme 6 Stunden lernen, ohne dass die Konzentration runterfällt. Das geht. Nur alle 20 Minuten diese kurze Pause machen, dann wird sehen, funktioniert das wunderbar. Das heißt, das würde ich mitnehmen, sobald ihr ins Lernen geht, alle 20 Minuten diese Pause einlegen und ihr werdet sehen, da macht es einen richtigen Schritt nach vorne. Was haben wir als nächstes? Automatisierung, genau. Man kann so leichte feinmotorische Übungen machen oder koordinative und visuelle Übungen machen. Wichtig ist aber bei diesen Sachen, wir müssen nichts können. Wie lernen Kinder? Das heißt, bis zum 5. Jahr, die machen eins, sie stehen auf, fallen nieder, dann stehen sie wieder auf, dann fallen sie wieder nieder und die denken sich nicht, wie jemals gehen kann, der Papa, die Mama, die Kinder ja alle schon gehen, warum kann ich nicht gehen, ich verzichte aufs Gehen, lass mal das. So, das denken nicht, die machen einfach. Immer wieder. Bauen voll viele Verbindungen auf und da fängt das Ganze funktionieren an. Und das ist da auch wichtig, dass wir reingehen mit diesem Entdecken, Erleben, Forschen, Versuchen, Probieren. Es geht nicht immer darum, die Sachen perfekt zu kennen. Wenn man mit diesem Spaß an die Sachen rangeht, schüttet man das Dopamin aus, es funktioniert viel leichter. Und wenn man ein paar koordinative Übungen immer wieder einbaut, Beispiel das mit den Bälle, was ich gesagt habe. Da geht es auch nicht darum, wenn jemand das perfekt kann, wirkt es im Gehirn gar nicht mehr. Warum? Die Verbindungen
sind wie einbetoniert und ich kann im Alltag auf die nicht mehr zugreifen. Das ist wie beim Tennisspielen. Ich lerne einen Tennisschlag, nur weil er jetzt gut Tennis spielt oder ein Fußballspieler. Nur weil ein Fußballspieler perfekt Fußball spielt, heißt er nicht, dass der intelligent ist. Man sieht das auch in vielen Interviews von manchen Fußballspielern. Es hat nichts damit zu tun, dass wenn er gut ist, dass die Murmel gut funktioniert. Weil die Sachen abgelegt werden für das Ganze. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen tun wir nur Reize setzen. Wenn das runterfällt, fällt runter, ist komplett egal. Ich baue aber Millionen Verbindungen auf, die mir trotzdem weiterhelfen. Ich muss die Sachen nicht können. Und das ist das, was wir jetzt ein paar Sachen durchgehen werden. Da machen wir den koordinativen Bereich, da könnt ihr diese ganzen Verbindungen im Gehirn bauen. Dann habt ihr den visuellen Bereich, da macht ihr alles über die Augen, dass das Augensystem gut funktioniert. Ein gut funktionierendes Augensystem bringt viel mehr Konzentration. Dann haben wir kognitive Fähigkeiten. Es ist wichtig, dass das Ganze funktioniert. Und wenn man so eine liegende 8 von der Dr. Deborah Sampeck noch einbauen würde, dann kann das ganze Gehirn neu geordnet, kalibriert und ideal vernetzt werden. Im koordinativen Bereich. Warum ist es wichtig, im koordinativen Bereich was zu machen? Da geht es jetzt aber nicht Extremsport-Sachen zu machen, sondern ich zeige euch jetzt gleich ein paar Sachen, wie einfach das ist, die Verbindungen zu bauen. Das schafft jeder und ist ganz, ganz einfach. Warum ist es wichtig? Weil sonst kann in der Freizeit schon einmal sowas rauskommen, wenn es nicht ganz so gut funktioniert. Genau, also das Ganze versuchen wir jetzt an. Die FH Kärnten war so nett, sie hat draußen alles Förderbänder aufbereitet. Nein, wir machen etwas anderes. Wir versuchen etwas. Ihr kennt das wahrscheinlich. Jetzt ist Sommer, Kärnten, Seen, gibt es diese guten Kirchtage, Festeln. Trinkt man vielleicht einmal ein Glas alle zu viel. Dann fängt diese Schunklerei an. Diese Schunklerei, rechts, links, vor, zurück. Das Ganze versuchen wir jetzt dann auch noch. Sigrid, weil du filmst, du darfst filmen. Ich will nur sagen, dass du es auch sparst, weil ich habe davor gebeten, ob sie filmen können, damit wir euch das dann auch zuschicken können. Dann bekommt ihr alle das Video zusätzlich. Genau. Jetzt probieren wir dieses Schunkeln, okay? Versuchen wir einmal. Jetzt machen wir eins, bitte. Ihr sitzt einfach vorne mit dem Oberkörper und bewegt sie nur, aber ihr macht sie so, schaut. Immer wenn ich rechts sage, gehen wir alle nach rechts. Wenn ich links sage, gehen wir alle nach links. Wenn ich vor sage, gehen wir nach vor. Zurück, zurück. Etwas ist bitte wichtig. Wir tun uns für den heutigen Vortrag einigen, für alle ist rechts da und für alle ist links da. Danach kann wieder jeder selber entscheiden, wo das hinmacht, bleibt alles offen. Wir versuchen es einmal, okay? Und rechts. Jawohl, links. Jawohl, rechts. Links. Vor. Zurück. Links. Vor. Ich muss nur schauen, ich habe nämlich nur 40 Minuten, das müssen wir länger machen. Rechts. Nein, links. Passt sehr gut, super. Funktioniert wunderbar. Wer diese Übung schafft, werde auch hier den Abschluss positiv bestehen, ich sag's euch. Das geht schon. Das ist schon eine Grundvoraussetzung. Und jetzt noch mal eins. Jetzt steigern wir das Ganze ein bisschen. Jetzt nehmen wir Zahlen dazu, okay? Na, jetzt tun wir gemeinsam zurück. Tun wir so. Jetzt bewege ich meinen Oberkörper. Gehe ich da her, gehen wir alle da um, okay? So wie ich da her. Gehe ich da her, folgen mir alle da. Achtung, jetzt gehe ich vor, geht's hier zurück. Geh zurück, geht's hier nach vor. Okay? Versuchen wir es einmal. Und wenn es scheppert, ist einer vom Baden falsch. Der muss ein bisschen enger zusammensitzen. Okay, Achtung und. Jawohl, jawohl. Es geht, das ist ja perfekt. Genau. Immer denken, ihr dürft nichts falsch machen. Ihr könnt nichts falsch machen. Wir versuchen es nur. Genau. Sehr gut. Funktioniert wunderbar. Ihr seid
Heute 15 Uhr die beste Gruppe, die ich habe. So, jetzt an, machen wir eins. Jetzt nehmen wir kurz Zahlen dazu, dass wir die kognitiven Fähigkeiten einbauen. Jetzt setzen wir 1, 2, 3, 4. 1 ist zurück. 2 ist vor. 3 ist rechts, aber das rechts. Und 4 ist links. Achtung nochmal. 1, 2, 3, 4. Ganz einfach, wenn ich mitsage. Jetzt tun wir das Zeigen weg. Versuchen. Wichtig ist, ihr müsst nichts kennen, einfach nur Spaß haben. Wenn ihr über euch lachen könnt, lacht über die anderen. Hauptsache Spaß. Versuchen wir einmal und 1, jawohl, 2, jawohl, 4, ist noch immer da, 3, jawohl, 4, jawohl, 2, 1, 3, 1, perfekt, sehr, sehr gut. Jetzt werde ich euch sagen, was uns das Schulsystem oft antrainiert hat. Das Schulsystem hat oft, wie wir klar waren, uns so viel Stoff reingehaut, was wir meistens nicht mehr gebraucht haben, dass dieses Gehirn gelernt hat, alles, was uns nicht interessiert, hauen wir sofort weg. Nachdem die Prüfung fertig ist, hauen wir es weg. Sollte aber nicht sein. Man kann alles, was wir lernen, so fixieren, dass es immer da bleibt. Aber es ist eine Angewohnheit von unserem Gehirn, werdet ihr gleich merken. Wir versuchen noch einmal die Zahlen kurz. 1, 2, 3, sehr gut, 4. Perfekt, sieh ich schon, ihr werdet der beste Jahrgang von der FH. So, jetzt machen wir eins. Jetzt machen wir das Ganze mit Farben. Okay? Wir nehmen. Grün darf ich nicht da sitzen. Grün, Gelb, Blau, Rot. Grün, Gelb, Blau und Rot. Okay? Versuchen wir einmal. Wir starten mit Blau. Jawohl, grün, gelb, rot, gelb, blau, grün, 3. Genau, da ist 3. Das ist das, was ich früher gemeint habe. Das Gehirn ist schon so trainiert, dass es Sachen schnell vergisst. Deswegen so koordinative Übungen mit kognitiven Fähigkeiten vernetzt das Gehirn so, dass ich Wissen, was ich mir angeeignet habe, immer blitzschnell wieder abrufen kann. Zurzeit haben wir das, wir haben jetzt einen Gegenstand, gehen dann in die nächste Projektarbeit und meistens brauche ich eine halbe Stunde, bis ich drüben ankomme. Das ist auch bei Kindern. Deswegen haben wir ganz viele Kinder, Volksschule, Hauptschule, neue Mittelschule, was wir betreuen, weil immer diese Sachen auftreten. Und dann schickt man die Kinder vom Logotherapie zur Ergotherapie, vom Legasthenietrainer zum nächsten Therapeuten, wo ich sage, alle sind gut, alle. Nur, ich habe eine eigene Meinung über das Thema. Es gibt Leute, die machen einen super Job draußen. Das ist sensationell. Nur mir fällt immer dieser Spaß. Ich habe noch nie ein Kind getroffen, das von der Schule heimkommt und sagt, juppi, schnell essen, dann geht es zur Nachhilfe. Juppi, jawohl, wieder Logotherapie. Das macht ja richtig Spaß. Habe ich noch keins getroffen. Bis jetzt nicht. Deswegen sage ich, für 70-80% der Kinder weiß ich nicht, ob es die Lösung ist oder ob die einfach noch mehr zumachen, weil sie nicht wollen. Ob die nicht lieber zu Hause mit den Eltern ein paar Übungen machen sollen. Dann löst die Mama was auf, das Kind was auf und für alle wird es gut. Und für uns ist es das Gleiche. Machen wir lieber die Sache mit Spaß, als wie wenn wir sie einfach nur so halb machen. Zum Schluss werde ich noch eine Methode sagen, wie ihr den inneren Schweinehund überwindet. Das geht ganz einfach. Das war jetzt ein Beispiel vom koordinativen Bereich. Wir wollen noch einen zweiten. Jetzt nimmt jeder einen Ball. Einfach den Nachbarn einen Ball geben, der keinen hat. Genau. Und den Ball festhalten und einmal aufstehen. Jetzt versuchen wir was. Genau. Wir halten den Ball in der linken Hand. Okay? Sehr, sehr gut macht ihr das. Jetzt machen wir eins. Wir tun ganz leicht in die Luft schmeißen. Schaut, ich schmeiße nur, dass er abhebt und wieder niederfällt. Abhebt und niederfällt. Genau. Sehr gut. Abhebt und niederfällt. Genau. Passt. Festhalten den Ball. Jetzt eins. Den Ball halten wir immer fest. Den schmeißen wir nur mal in die Luft, wenn ich klatsche. Okay? Jetzt machen wir mit der rechten Hand. Na, tun wir mal so einüben. Klatschen, Luft schmeißen. Nein, nur ich tue klatschen. Genau. Luft schmeißen. Genau. Klatschen, Luft schmeißen. Passt, ihr braucht es nicht klatschen, nur ich klatsche und ihr schmeißt nur in die Luft. Passt, festhalten. Mit der rechten Hand macht so eine Brille, eine liegende Acht, von links nach rechts. Schau, so groß ihr könnt. Wichtig dabei ist, dieser Achter bleibt bitte so. Der wird nicht schneller, der wird nicht langsamer,
und der wird da kein anderer Zoll. Probiert es einmal. Einfach mal in Achter machen und die klatscht dazwischen. Genau. Schon gehört, meistens hört ihr das schöne Geräusch, plopp, 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 sind die Bälle. Genau. Sehr gut, einmal Hand wechseln, die andere Hand. Ich habe schon gesehen, ein paar haben einen anderen Achter in der Schule gelernt, aber versuchen wir noch einmal den Start. Genau, ich klatsche wieder. Sehr gut. Ist völlig normal, wenn sowas rauskommt. Das passt schon. Normal. Perfekt, weil die Gehirn, verschiedenen Gehirnareale noch nicht ideal vernetzt sind. Passt, stopp. Jetzt machen wir eins. Das baue ich normal nicht ein, aber da ihr so gut seid, steigern wir es ein klein wenig. Jetzt verbinden wir alle Gehirnareale miteinander. Dazu brauchen wir aber drei Komponenten, nehmen wir zwei. Die dritte Komponente wird sein, wir halten den Ball in der linken Hand, wenn ich klatsche, schmeißen wir in die Luft und fangen ihn. Das ist die dritte. Warum ich die dritte als erstes erkläre, hat einen besonderen Grund. Der schaut so aus, den erzähle ich aber später. Wir halten ihn in der linken Hand. Jetzt machen wir mit dem rechten Bein, schaut, einfach so kreisen, auf einem Vorstand und kreisen. Wir sehen, das geht. Deswegen habe ich extra Plus für Sie, dann geht es leichter. Na, es geht, oder? Genau. Jetzt macht es eins, ganz gemütlich, ihr habt es schon früher gemacht, wir sehen, ihr schafft es. Oben, schau, ganz locker einen Achter machen. Unten kreisen, oben ganz gemütlich den Achter. Genau. Passt, gleich niedersetzen. Sehr gut, habt ihr das gemacht. Euch geht's gleich wie ja, den paar tausend Leuten, die schon auf meine Vorträge waren. Es geht jedem gleich, deswegen erkläre ich die dritte Übung immer als erstes mit Klatschen in die Luft schmeißen, weil die brauche ich nie. Weil nach der zweiten ist normal aus. Es war ja so gewesen, unten kreisen, oben machen wir locker den Achter. Und immer wenn ich klatsche, hätte man sollen den Ball in die Luft schmeißen. Und dann kommen erst Farben, Zahlen dazu. Das kommt erst danach. Genau. Diese Übung baut natürlich enorm viele Verbindungen. Und wieder geht es ums Gleiche. Wir müssen sie nicht können. Das darf man nicht vergessen. Wenn ich mit Profisportlern trainiere, ja, deswegen sind die Bälle die meisten hin, was ihr habt. Die fliegen kreuz und quer, wenn die was nicht schaffen. Dabei geht es darum, dass man nur den Reiz setzt. Jetzt einen Reiz in den Gehirnbereich. Da wieder einen Reiz, da erneuern, da erneuern, da wieder erneuern. Und dann wird alles verbunden. Und dadurch wäre ich leistungsfähig. Dadurch kann ich am Abend wieder besser einschlafen und den Stress loslassen. Dadurch habe ich auch Vorsorge für Burnout und andere Geschichten. Das ist ganz, ganz entscheidend für uns. Das ist so einfach. Das ist nicht eine Aufgabe wie, ich muss jeden Tag 1,5 Stunden laufen gehen. Sag ich, okay, das ist schon eine eigene Herausforderung. Die Sachen, 3 bis 5 Mal in der Woche, 7 bis 10 Minuten, völlig ausreichend, dass ich die Leistungssteigerung habe. Ihr könnt gerne mal auf unsere Homepage schauen oder Feedback-Videos von uns anschauen, was die Eltern für Feedbacks geben, wo sie 2 Jahre in Nachhilfe sitzen, bis zu 4.000 Euro ausgeben. Und dann machen sie auf einmal in kürzester Zeit Sprünge in Mathematik von 4 auf 2. Da kriegen wir WhatsApp, wie für mich ist Weihnachten und alles gleichzeitig, dass mein Bub einmal an 2er schreibt, hätte ich niemals gedacht. Das geht aber für alle relativ einfach. Weil da geht es zur Ursache, einfach diese Verbindungen aufbauen. Und natürlich kommen wir heutzutage in eine Welt eine, wo wir die Augen nicht mehr so trainieren und die Feinmotorik, das geht halt nicht mehr so leicht. Dafür geht das gut. Und wischen, trocken, wischen, trocken. Aber das verurteile ich auch nicht, weil ich bin genauso am Handy. Und ich sage auch, das gehört dazu, auf Facebook, Instagram, alles was wir machen, macht es alles. Wir müssen ja mit der Zeit gehen. Aber wir müssen mal trotzdem eins bedenken. Mit der Zeit gehen macht nur Sinn, wenn wir unsere Fähigkeiten nicht verlernen. Weil wir können jetzt sagen, wir gehen nur mehr mit der Zeit. Und dann werden wir alles abschaffen. Die Handschrift schaffen wir ab, dass keiner mehr schreiben kann. Dass wir wieder von vorne anfangen. Dass wir irgendwie einmal eine Idioten sein, was nur mehr mit der Zeit geht. Das heißt, wir müssen schon ein Mittelmaß finden. Dass wir sagen, okay, das ist der Fortschritt. Okay, aber ein bisschen schaue ich schon. Dass ich zumindest mal den Schuhbandel selber zubinden kann und keinen Roboter habe, der sich immer zubindet. Ein paar Sachen, einfach schauen, wie wir uns da weiterentwickeln. Das war jetzt der koordinative Bereich. Ein kleiner Ausschnitt, wo wir diese Verbindungen bauen. Dann haben wir den visuellen, ich habe noch ein cooles Video mit.
Auch bei Profisportlern oder im Berufsleben funktioniert der koordinative Bereich nicht immer optimal. Genau, man sieht, es läuft halt nicht immer rund. Oft muss man auch in andere Bereiche ein paar Verbindungen aufbauen. Jetzt kommen wir dann zum visuellen Bereich, da geht es um die Augen. Das heißt, entscheidend ist, dass die Augen kalibriert sind oder die Augen gut funktionieren. In der heutigen Zeit passiert so, da wir die halbe Zeit mit Wischen beschäftigt sein, da wir nicht mehr viel selber mit der Hand schreiben, das war super handschriftlich, etwas runterschreiben, da müssen die Augen das immer folgen. Sehr gut, jetzt haben wir meistens nur mehr Vision, sind voll am Computer, kraxeln auf keine Bäume mehr, wenn wir die Kindergartentante verklagen, wenn einer von einem halben Meter runterfällt und sich den Knöchel verstaucht. Wenn wir eine Gesellschaft geworden sind, die was einfach schaut, wo kriege ich einen Vorteil raus, klage ich, kriege ich Geld, super, mache ich. Es geht halt in so eine Richtung, dass halt leider es immer schwieriger wird und dann werden auch die Augen nicht mehr so gut trainiert. Passt aber die Augenfolgebewegung nicht ideal, kommen viel Rechtschreibfehler, übersieg entscheidende Sachen oder in wichtigen Berufen fallen mir Details auf oder entfallen mir Details für mein Projekt, was ich vielleicht übersieg. Oder ich erkenne nicht, wenn mir mein Professor erklärt, das und das soll ich machen und verknüpfe das zwar, aber ich erkenne nicht, was er wirklich will. Und dann kommt so ein Thema verfehlt, wo man denkt, Alter, was ist mit ihm los? Und er denkt sich, Alter, was ist mit dem los? Ich habe eine ganz andere Aufgabe gestellt. Ich habe das gesagt, der hat das geschrieben. Das passiert meistens, wenn die Augenfolgebewegung die Sachen auch nicht immer ideal aufnehmen können. Wie können Sie das trainieren? Da kann ich einfach mitgeben, ja, stellt euch einmal, darf ich einmal kurz, kann nichts passieren, außer Ohnmacht, aber du sitzt. Darf ich? Einfach mal schauen und den Kopf bitte nicht bewegen. Jetzt tue ich einfach die Hand so her und jetzt fahre ich mal rüber und sie fährt nur mit den Augen nach. Und dann sehe ich, wie bewegen sich die Augen. Sie hat ein wunderschönes Augenbild, das sich hin und rechts und links bewegt. Dann gehe ich rauf, runter. Danke. Und dann gehe ich in die Diagonalen und in der Endstellung bleibe ich immer für 10 Sekunden einmal stehen. Dann sehe ich, rollen die Augen schön. Wenn sie schön rollen, habt ihr einmal super Vorteil, weil ihr Entscheidungen besser trifft, weil ihr Sachen schneller aufnimmt. Zusätzlich bei Kindern, wo die Augen nicht rollen, sondern das machen, so hupfen, wie verrückt. Das seht ihr eindeutig, wenn ihr fahrt, hupft das Auge in alle Richtungen. Meistens enorm viel Rechtschreibfehler. Sobald ihr das Augenbild einstellt, fängt die Rechtschreibung funktionieren an. In dem Ganzen. Weil unser Gehirn kann das Ganze selber sehr gut zusammenbauen. Das muss das nicht kennen, rechts und links fahren. Das Gehirn braucht nur den ersten und letzten Buchstaben. Lies das einmal. Genau, lesen kann es wahrscheinlich jeder, sonst wird er sich schwer getan haben mit dem Anmeldeformular. Aber es funktioniert. Würde jetzt aber das Auge springen, weil die Augefolgebewegung nicht passt, dann passieren die Rechtschreibfehler, weil er das Wortbild nicht mehr erkennt. Das heißt, es ist entscheidend, dass auch diese Augen trainiert werden. Zusätzlich ist noch etwas im visuellen Bereich, der offene, weite Blick. Ihr kommt ins Schulsystem rein. Bis zum 5. Lebensjahr lernen Kinder bis ums 25-fache schneller als die besten Elite-Studenten der Welt. Bis ums 25-fache schneller. Wenn die so langsam lernen würden wie die besten Studenten der Welt, dann könnte man irgendwann einmal gehen. Das heißt, das ist richtig schnell. Im Schulsystem passiert gern eins. Wir tun dann auf Anblick fokussieren, damit wir lesen, schreiben und das Ganze lernen. Und dann kommen wir in diesen Tunnelblick.
Tunnelblick ist Reptiliengehirn. Reptiliengehirn ist dazu da, dass es unser Überleben sichert. Dazu ist das Reptiliengehirn. Das heißt, wir tun jetzt gemeinsam da erinnern beim Lagerfeuer ein Kotelett grillen. Und dann läuft da bei der Tier ein Säbelzahntiger rein. So, dann passiert nur mehr eins. Passt, fertig, wir müssen da raus. Da den keiner mehr. Aber habe ich daheim zusammengerammt? Alles egal. Da geht es nur eins. Ich muss überleben und laufe da raus. Während ich rausrenne, habe ich vielleicht einen kleinen Gedanken. Und der ist, eigentlich muss ich nur schneller sein als der hinter mir, kann mir nichts passieren. Das ist der einzige Gedanke, was noch kommen könnte. Das ist das Reptiliengehirn, das das sichert. Und sobald ich im Reptiliengehirn in Tunnelblick bin, funktioniert mein motorisches System nicht mehr ideal. Mein Immunsystem funktioniert nicht mehr ideal und ich habe enorme Schwierigkeiten beim Lernen. Und dann sagt nie einer in der Schule, wenn ich im Tunnelblick lese, dann passiert eins, die Lerngeschwindigkeit geht runter. Normal müsste man sagen, wenn ich lese, müsste ich gleichzeitig rechts und links die Sachen wahrnehmen. Dann funktioniert das wieder. Deswegen gebe ich jetzt den nächsten Tipp. Macht es einmal immer, wenn ihr ein Buch lest, macht es für 3 Monate und ihr werdet staunen, was auf einmal mit euch passiert beim Lernen. Wenn ihr ein Buch aufschlagt, macht es eins, ihr schlagt das Buch auf, schaut auf den ersten Buchstaben und jetzt einfach mit den Augen draufschauen und rechts und links, ich sehe die Tür, ich sehe da die Tür, vorne sehe ich ein paar Leute, alles wahrzunehmen, aber auch zu hören. Draußen hören, was passiert, vielleicht auch noch das Gefühl reinbauen und diese 360 Grad Wahrnehmung zu haben für 30 Sekunden. Und dann lest erst euer Buch. Und wenn es wieder zumacht, das Buch, bevor es schließt, macht es die gleiche Übung noch einmal. Dann lernt das Gehirn wieder aufzumachen. Erstens fühlt es sich richtig gut an und die Lerngeschwindigkeit geht enorm in die Höhe. Jeder kennt das von euch. Wenn wir jetzt runterfahren, aufs Meer, in die Weite schauen, eine Spritzerle da. Das fühlt sich gut an, oder? Aber nicht nur wegen Spritzerle, sondern wegen der Weite. Wenn wir auf den Berg aufgehen, ich triff selten Leute, die so auf den Berg gehen. Voll cool, heute gehen wir wieder auf den Berg. Voll lässig. Die meisten gehen so auf. Ja, super, hey, gestern am Zeltfest, wir müssen wieder sagen, dass ich mitgehe. War eh klar. Verdammt, das mache ich nie wieder. Ich trinke nie mehr was. So, und dann bin ich am Berg oben und schaue in diese Weite, denke mir, wow, ist das cool. Wann gehen wir denn wieder auf? Warum? Weil ich diese Weite habe. Sobald ihr in die Weite schaut, geht der Blick auf. Legt euch im Sommer am Boden, schaut in den Sternenhimmel, fühlt sich gut an, weil der Blick aufgeht. Und das ist einer der entscheidendsten Faktoren beim Lernen. Das machen wir beim Lernseminar von Christian Opitz. Ist der Blick offen, passieren Sachen, die sind wirklich spannend. Wenn jemand da erinnert von euch Legasthenie, Dyslexie hat, dann kommt es dann noch zu mir, ich bin noch länger da, dann sage ich euch was und ihr werdet in 3 bis 6 Monaten staunen, was passiert. Das hat nämlich auch was mit dem offenen Blick zu tun. Dadurch reagiert das Gehirn wie allergische Reaktion auf Lernen, weil gewisse Leute lassen sich nicht in den Tunnelblick reindrängen, weil sie spüren, dass das nicht gut tut. Dann geht der Blick immer auf und zu. Dann verwechsel ich viele Sachen. Wenn ich den Blick wieder aufmache, dann wird sehen, was passiert. Das heißt, wenn jemand das hat, einfach kommen, dann sage ich noch was dazu. Das ist der visuelle Bereich. Und jetzt zum Abschluss des visuellen Bereichs gebe ich noch ein Geschenk mit. Das heißt, wo ihr am besten sitzt beim Lernen oder wenn ihr in so einen Raum reingeht und euch aussuchen könnt, wo ihr sitzen könnt, zeige ich euch etwas, wo ihr sofort dann Turbo macht, wo ihr enorm viel aufnehmt, nur mit der richtigen Sitzplatzwahl. Jeder von euch hat ein dominantes und nicht dominantes Auge. Das ist eine Neuronenanordnung im Gehirn. Setzt sich dieses Neuron auf den rechten Strang fest, bin ich rechts dominant. Auf dem linken Strang bin ich links dominant. Das Entscheidende ist, das dominante Auge tut Entfernung und Geschwindigkeit einschätzen und das, was ich aufnehme und speichere. Jetzt stellt euch vor, ihr seid rechts dominant. Das ist immer der Chef. Wenn ich jetzt da bin, rechts dominant, da ist das Kino, da vorne ist die Leinwand, so ist das linke weg, ist das meine Wahrnehmung, das speichere ich perfekt. Das dominante Auge will immer im Vordergrund sein, immer. Also muss es meinen Körper steuern, dass ich so im Kino sitze, dass ich alles wahrnehme. Und ich werde leicht so drin sitzen, ohne dass es mir auffällt. Ich kriege Verspannungen oder der Film und die Sachen gefallen mir nicht so. Das dominante Auge ist in eurem Leben
bei der Bewegung immer der Chef, nicht die Schwiegermutter, sondern das dominante Auge ist es. Würde jetzt auf der anderen Seite sitzen, war es einfach. Sitze ich da, tue ich das weg, jetzt habe ich perfekte Wahrnehmung. Kann alles aufnehmen, kann gerade drin sitzen. Das gleiche ist aber in der Schule oder in so einem Raum wie hier sind. Stellt euch vor, das da ist die Fensterreihe. Das ist die Fensterreihe hier sind. Da ist die Tafel. Ich bin der kleine Maxi mit 7 Jahren und sitze so in der Schule. Da Fensterreihe und jetzt bin ich links dominant. So, jetzt habe ich einen Jackpot. Weil ich kann der Mama daheim alles sagen, was da draußen passiert. Ich kann der Mama sagen, ja, während der Stunde ist der Schulwart einen halben Liter Wein holen gegangen. Alles siege ich. Was da passiert, nur ich kapiere nichts, was in der Schule passiert. Deswegen passiert bei vielen Kindern, wo die Eltern sich wundern, Mathe 1, Mathe 4, Mathe 3, Mathe 1, immer unterschiedlich. Ist häufig, weil die Kinder genau dann gut die Noten schreiben, wo sie in der Vorbereitung auf dem richtigen Sitzplatz gesessen werden. Weil es heißt, man sollte die Kinder alle Ritt umsetzen, das ist super. Man sollte am besten jeden Tag umsitzen. Dann habe ich eine neue Wahrnehmung, muss mich mehr konzentrieren, aber auf der richtigen Seite der Dominanz. Würde jetzt an den da her setzen, nach rechts. So. Jetzt hat er die Wahrnehmung, hat er alles. Wenn der da schreibt, sobald sich die Lehrerin bewegen und fängt, geht sofort der Kopf auf. Immer wenn das Auge einen Kontakt kriegt, geht der Kopf auf und du bist dabei bei der Sache. Immer. Das ist ganz entscheidend für euch. Okay? Ganz, ganz wichtig. Da geht es um A Noten, um zwei A, dass ich Sachen übersehe, aber der Lernstoff, wenn ich mit Studenten die Sachen mache von unseren Lernseminar oder diese paar Übungen, die erzählen mir vor, haben sie 2 Monate für Sachen gebraucht, was sie teilweise in 5 Tagen jetzt lernen. In kürzester Zeit. Das ist möglich, wenn man ein paar Sachen beachtet. Jetzt gebe ich jedem von euch das dominante Auge, damit ihr wisst, wer von euch welche Dominanz ihr habt, dass ihr wisst, wo sitzt ihr richtig, so wie da im Audimax, weil im Audimax wird es ja ab Herbst ja alle regelmäßig sein, dass ihr wisst, wo ihr euren Platz einnehmt, wo ihr am meisten aufnehmt. Schaut so aus. Wenn jemand die Augen einzeln nicht schließen kann, macht nichts. Es ist halt so. Nein, das ist genetisch bedingt. Da habe ich eine zweite Austestung. Wir machen einmal alles so. Schaut so ein V, ein A, was rede ich nicht zum? A. Okay, Dreieck, genau wie gehört, sehr gut. Und die Hände strecken wir ganz aus. Das Ganze machen wir jetzt so klein, dass man nur mehr ein Loch übrig bleibt. Und vom BBA oben, das erste große B darf ich drin halten, nur mal zum Testen, aber beide Augen sind offen. Und jetzt schaut jeder, dass er sich einen markanten Punkt irgendwo sucht, wo er die Hände gerade hat. Irgendeinen Punkt, wo er den drin haltet. Beide Augen sind offen, die Hände sind ausgeschreckt. Jetzt machen wir eins. Alle machen wir das linke Auge zu und lassen das linke bitte zu. Das linke Auge bleibt zu. Wer jetzt den Punkt noch sieht, jetzt ist das rechte Auge offen, deshalb ist er rechtsdominant. So, und jetzt machen wir das rechte Auge zu. Wenn jetzt er noch siegt, ist links dominant. Einmal verschwindet alles. Einmal verschwindet alles. Hat jeder? Wir machen noch einen Gegentest. Schaut einmal. Wir probieren noch Folgendes. Nur einmal so rauf alle. Und jetzt lassen wir aber beide Augen bitte immer offen. Wir schließen die Augen jetzt nicht. Und den Punkt versuchen wir immer drin zu balancieren. Der Punkt muss immer drin bleiben. Beide Augen sind offen. Jetzt fahren wir langsam hinter und probieren den Punkt immer drin da halten. Den Punkt immer drin und langsam hinter. Kommt es bei einem Auge raus? Jetzt sehen wir, wo raus kommt es. Genau. Ihr kommt wieder bei eurem dominanten Auge raus. So. Jetzt kann es sein, dass manche das Auge nicht einzeln schließen können, dann ist der Text ideal. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich auf meiner Mobilbox am See einen Anruf gehabt, dort Red Bull angerufen von Salzburg. Die wollten, dass ich zum Professor Bansold rauskomme und den ein paar Sachen von unserem Konzept vorstelle. Den habe ich dann eine halbe Stunde diskutiert, weil der Herr Professor Bansold war einer der wenigen auf der Welt,
der hat das können tauschen, hat halt noch gedacht am Anfang. Es geht aber nicht zu vertauschen. Wenn jetzt jemand was anderes ausgekriegt hat, helfe ich gleich. Weil ich sage, Heinz, der hat den so gemacht, den Test. Schaut mal. Der hat so gemacht und dann ist er hintergefahren aufs rechte Auge. Hat er immer gesagt, ciao, Herr Schnabel, ich kann aber aufs andere auffahren und hat immer so gemacht. Ich sage, okay, Sie können schon aufs andere fahren, aber die Bewegung ist ja nicht ganz so natürlich. Ich habe ihn dann gefilmt und er erkannt, es geht nur auf einer Seite. Ist sich jetzt jemand noch unsicher, den kann ich sofort sagen, wo sein dominantes Auge ist. Wer will jetzt noch? Du? Na? Ist jemand unsicher? Weiß ich nicht. Wenn jemand, willst wissen? Okay, passt, ganz einfach. Schau, du machst eins, du streckst einfach nur die Hände aus und schaust mich mit beide Augen durch. Mehr tust du nicht. Ganz ausstrecken, ganz klein machen, passt, links dominant bist du. Ganz unkompliziert. Will noch einer wissen? Okay? Passt. Meistens ist immer dieses Thema, ich trage vor, nur ich bin einfach mit der Marco, kein Lehrer, gar nichts. Ganz locker, aber manchmal ist mal drin, wo man denkt, okay, nein, jetzt lieber nicht. Dann zeige ich euch, wie ihr euch draußen gegenseitig austestet. Bitte, bevor ihr drüben zwei Bierlein oder ein Schnapsel trinkt. Schaut jetzt dann so aus. Darf ich einmal Sie kurz rausbitten? Genau. Einfach mal da aufstellen, zur Linie. Und jetzt mache ich eins zu mir schauen und jetzt tue ich einmal rauf. Das heißt, Sie testen jetzt mich aus. Okay? Das heißt, er wird mich austesten, deswegen muss ich ihn anschauen. Jetzt stehe rauf, ich stehe aber gegenverkehrt, das ist noch zu beachten. Jetzt strecke ich meine Hände aus und ich schaue mit beiden Augen durch. Aber was fällt Ihnen auf? Genau, Sie sehen nur das rechte Auge von mir, genau. Ich kann mit beide nicht durchschauen, das geht nicht. Danke, das ist die Austestung. Das heißt, er hat jetzt mein dominantes Auge gesehen, weil die Dominanz so stark ist, dass sie sofort verschiebt. Du kannst nicht mit beide Augen durchschauen, nur mit einem. Wichtig ist aber dabei, der Rektor hat es perfekt gemacht da. Ich habe auch schon andere Personen getroffen, auch in Schulen, die mich dann anrufen und sagen, du Marco, es gibt in unserer Schule so ein Alle 400 Leute sind rechtsdominant. Das kann ja nicht sein. Die haben eine spezielle Austestung gehabt. Bitte bei den Sachen aufpassen, weil wenn der jetzt gegenübersteht und er tut rauf, dann stehe ich gegenverkehrt. Das heißt, das ist rechts. Der kann jetzt natürlich sagen, nein, der Linkes, weil er seine linke Seite sieht. Wer sich schwer tut mit rechts und links, gibt es noch eine Variante. Die ist ganz einfach. Sobald der so heute zu euch, fahrt um und steckt mit dem Finger ins Auge rein und danach fragst du ihn, welches Auge wehtut. Genau. Ist es das rechte? Ist er rechtsdominant? Genau. Jetzt ist aber noch entscheidend für euch. Seid ihr rechtsdominant, bitte links sitzen. Deswegen fällt mir die ganze Seite immer weg, muss ich aufpassen beim Vortragen. Links sitzen, das ist die Wahrnehmung. Okay? Und bin ich links dominant, sitze ich rechts. Ich brauche einfach immer nur das dominante Auge bleibt offen, das andere halte zu und dann schaue ich, wo wird die Wahrnehmung immer größer. So wie wenn ich da stehe, merke ich, sehe genau die Seiten perfekt. Die könnten machen, was sie wollen, die könnten mir die ganze Zeit irgendwas herzagen, sehe ich nicht. Die fallen mir aus der kompletten Wahrnehmung raus. Deswegen muss ich mich immer drehen, wenn ich mit euch rede, weil die einfach wegfallen. Weil ich auch rechts dominant bin und da habe ich alles. In dem Bereich. Und jetzt noch einen privaten Trick für euch, wenn ihr einen Freund habt oder eine Freundin habt und so wie es halt einmal ist in einer Beziehung, man kommt vielleicht einmal später heim, als man sollte und nächsten Tag wird gefragt, wo bist du noch heimgekommen? Und Frauen oder Männer, die erkennen das oft, wenn man sich noch was vormunkelt, dann macht es eins. Geht heute heim und sagt zu eurem Partner, Freund oder zu eurer Freundin Folgendes. Stellt ihr mal auf, Schatzel, dann stellt sie sich auf oder er. Tu mal die Hände auf und schau durch. Dann schaut er durch. Ihr seht dann das dominante Auge. Danach sagt er oder sie, ja, was war das jetzt an? Und dann sagt es drauf, das habe ich nicht verstanden beim Vortrag. Irgendwas passt da nicht. Ist egal. Er hat irgendwas erklärt, aber weiß ich nicht mehr. Ihr merkt es aber, okay, der ist rechtsdominant oder links. So, sollte er oder sie rechtsdominant sein, rechts. Wenn es etwas Wichtiges ist, wie wir gehen morgen essen, kannst du die Müllhalde tragen oder das machen, stellt sie auf die rechte Seite. Ich verspreche euch, die Sachen werden ausgeführt. Wenn ihr etwas nicht so passt, wo ein bisschen heimgekommen oder wie war denn gestern, geht es auf die linke Seite. Sagst du, Zähne war nein, ihr werdet häufig merken, dass der dreimal die gleiche Frage stellt, zwei Tage später wieder, weil der das emotional und intuitiv
Es ist wie wenn es vorbeigeht. Das heißt, alle Sachen, was ungut sein, links stellen, alle, was super sein, auf die rechte Seite. Ist jetzt kein Werkzeug, was man jeden Tag einsetzt, sondern das kann man immer machen. Oder wenn ihr irgendwo seid, so wie heute, habt ihr ja da noch bei der FH diese Party. Das heißt, wenn ihr einen Burschen, ein Mädel kennenlernt, auch gleich am Anfang sagen, hey, servus, cool, mach mal ein Spiel, mach mal so. Und gleich merken. Weil ich kann euch sagen, als wenn ihr zu einem Burschen auf die richtigen Seiten steht, das geht eine wie Butter und beim Mädel auch. Ihr müsst es nur richtig stehen. Deswegen mache ich immer die Austestung an, dass ich mir alles merke, okay, rechts, links, rechts, links. Nein, aber es ist wichtig, okay? Klar für euch, hat jeder sein dominantes Auge? Nein? Ja? Nein? Ja. Wer will jetzt noch einmal, dass ich schaue sonst dann? Ist jetzt nicht für private Zwecke. Ist jetzt nur so. Okay? Na, passt, klar, sehr gut. Passt, das war der visuelle Bereich, dass wir die Dominanz abdecken. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, haben wir noch eins, was ich euch mitgeben will: den inneren Schweinehund überwinden. Das ist immer so ein Hauptthema. Da habe ich selbst auch jeden Tag schon in der Früh beim Aufstehen. Na, ist ganz normal, dass man sagt: ey, voll cool, jetzt habe ich einen guten Tag, gehe einmal eine halbe Stunde laufen und dann denke ich mir, jetzt gehe ich jeden Tag eine halbe Stunde laufen. Vielleicht erzähle ich es noch allen meinen Freunden, poste es noch überall rein, damit sie nach zwei Tagen sagen, eh klar, war eh logisch, dass du nicht machst. Das ist ein innerer Schweinehund. Kann ich den immer überwinden? Kann ich euch gleich sagen, ich bin so viel Realist, dass ich sage, schau, wir sind Menschen. Es gibt Sachen, da sind wir einfach einmal faul und das gehört auch dazu. Da gibt es sogar ein gutes Buch, ich habe ein Recht auf faul sein. Aber in den wichtigsten Entscheidungen, wo es um unser ganzes Leben geht, kann ich etwas anwenden, was mir enorm hilft und mich sehr weiterbringt. Und das ist immer diese 1er-Regel, sage ich. Die tue ich für mich auch anwenden. Zum Beispiel habe ich mich heute ein bisschen unterhalten mit der ÖH, heißt die, glaube ich, was das draußen veranstalten, gell? Bin ich richtig? Genau, österreichische Hochschülerschaft, mit der habe ich mich draußen ein bisschen unterhalten, wie das Ganze war, was sie heute noch vorhat oder wie dieses Studium für sie abgelaufen ist, weil sie gerade einen Bachelor gemacht hat. Sagt sie, ja, es gibt immer wieder Phasen, es wird es im Studium auch geben, wo man einfach vielleicht nicht will. Oder dann kommt auch gerne mal eine Entscheidung, auch in der Arbeit, auch in der Beziehung, aber auch im Studium, wo man denkt, ich habe auf den ganzen keinen Bock mehr. Ich will einfach nicht mehr, ich mache was anderes. Das ist noch die wichtigste Phase, weil das sind meistens Entscheidungen, die emotional hochkommen. Da stelle ich mir gerne die Frage, welche Auswirkungen, wenn ich jetzt aufhören würde, hat das in einer Minute? So, dann kriege ich relativ viel Antwort. In einer Minute nicht viel cool, brauche ich heute nicht zur Lesung gehen. So, welche Auswirkungen hat es in 10 Minuten? Das ist noch immer cool. In einer Stunde, wenn ich heute die Lesung nicht besuche, ist auch noch cool, weil ich mit den Freunden am selig. In einem Tag, jetzt wird es schon spannend, in einem Tag sagt der Kopf schon, ja, dann werde ich einmal erklären. Als erster erkläre ich da, ja, heute brauchst du nicht gehen, damit er den nächsten Tag erklären kann, was für ein Trottel bist, weil du nicht gegangen bist. Der Kopf macht ja immer so, wie er will. Einen Tag später wird es schon spannend. So, jetzt habe ich aber einen Monat später, was für Auswirkungen hat es da? Wenn ich einen Abbruch zum Beispiel, will jetzt nicht mehr weiter studieren, ein Monat später, ein Jahr später, 10 Jahre später. So, 10 Jahre später würde ich vielleicht jetzt mit meiner Familie bei einem schönen Haus sitzen. Vielleicht habe ich einen Pool auch noch dabei, einen guten Job, der gut bezahlt ist. So, und für was habe ich mich entschieden? Dass ich genau diese paar Jahre, diesen Kurs oder dieses Thema einfach nicht fertig mache. Dann wird es immer interessant, wenn ihr die 1-1 anwendet, auch für andere Sachen. Ich brauche es jetzt nicht überall einsetzen, wenn ich ein kleines Bier trinke und sage, was ist das in einer Minute, in einem Monat, in einem Jahr? Oder wenn ich den jetzt mit denen Schmusen anfange, ein Monat, ein Jahr. Warte kurz, der hat beim Vortrag gesagt, ich muss alles durchgehen. 10 Jahre, okay, na, vielleicht Syphilis. Egal. Deswegen braucht es nicht so in die Tiefe gehen, aber für die wichtigsten Entscheidungen für euch, vor allem für euer Studium, würde ich die immer treffen. Weil es ist gravierend, es hat gravierende Auswirkungen in eurem Leben. Geht es hier in die Richtung oder geht es hier in die? Und bei den meisten, 95% der Fälle, die den Hut drauf haben, sind die Leute, die ihren Kindern erklären, dass sie es nicht machen sollen. Dann schaut das Kind sagt, hey Papa, was willst du von mir? Hast du selber aufgehört und was willst du mir erklären? Lass mich in der Ruhe. Ich will immer mein Kind sagen, schau, es war wirklich
ich brauche nicht vorlegen, nein, jetzt gehe ich rein und es wird immer einfach sein, wird ganz, und jeder Tag wird super. Ist nicht so, das ist so im Leben. Dann läuft es halt einmal nicht gut, aber wenn ich so viel dabei bleibe, dass ich sage, wurscht, ob es jetzt gut läuft oder nicht, das mache ich durch. Da kann passieren, was will. Dann werde ich langfristig in alle Lebensbereiche belohnt, egal wo ich das anwende. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ihr habt heute eine wichtige Entscheidung getroffen, als ihr hergekommen seid. Ihr habt die Eröffnung gestartet und jetzt könnt ihr schon mit der Ansa anfangen. Die Ansa heißt immer nur, jeden Tag freuen, dass es im Herbst eigentlich losgeht. Für euch jetzt. Dann seid ihr einmal drin und startet und dann zieht die ganze Gaude durch. Und hinten raus, wenn ihr richtige, super Fachkräfte seid, meldet bei unserer Firma und wir holen die Besten raus. Na, genau. Aber das ist ganz, ganz entscheidend für euch. Das heißt, der innere Schweinehund würde immer schauen, dass sie die Einser-Regel anwendet. Für die wichtigen Entscheidungen. Und für andere Sachen, wo einmal was im Leben nicht läuft, wo einmal etwas schief geht, wo es vielleicht einmal peinlich wird, merkt ihr euch immer eins, nach 72 Tagen hat jeder alles vergessen. Bei mir ist auch nicht alles gut gelaufen. Ich war extrem schwierig. Jetzt sind wir erfolgreich mit der Firma, aber ich habe auch alles gehabt. Ich bin in einen Konkurs gegangen, ich habe, weiß ich, wie viele Schulden gehabt. Wir müssen wieder rauskämpfen, ich habe die Entscheidung gehabt, hey auf, mache ich weiter. Es ist schon lange her, aber ich habe genauso ganz unten gelegen und man geht halt wieder rauf und es kann schon wieder was sein, aber das ist so. Am Anfang reden die Leute über irgendwann, nach 72 Tagen, glaubt es mir, ist der nächste interessant. Bist du schon wieder raus aus der Nummer? Das ist für euch wichtig. Ihr müsst nicht perfekt sein. Schaut nur, dass einfach wertvolle Entscheidungen für euch trifft in die richtigen Bereiche. Ich glaube, mit so einem Studium, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Bereich. So wie trifft für mich auch immer Entscheidungen. Bei mir ist immer wichtig, dass ich nicht einfach zu einem Vortrag gehe und mein Programm aber mache. Ich will immer schauen, was kann ich dieses Mal drauflegen, was kann ich bieten. Und heute in der Früh, wie ich aufgewacht bin, habe ich eine Idee gehabt, habe meine Marketingabteilung angerufen und sage, ich will etwas Cooles machen für euch. Ich will euch etwas mitgeben, was richtig Hammer ist. Weil jetzt habe ich gemerkt, dass immer wieder Studenten uns schreiben, österreichweit, und ein paar Tipps fragen. Man kann einmal einen Tipp haben oder was hätte jetzt denn da für uns, weil wir haben ja Produkte, können wir das kaufen und so oder das machen. Und dann ist mir eingefallen, okay, was kann ich da jetzt mitgeben? Und dann habe ich gesagt, könnt ihr etwas einrichten, was klar zuordnbar für uns ist, was für euch kostenfrei ist und ein enormer Mehrwert ist. Dann ist mir Folgendes eingefallen. Sobald ihr in eurem Studium Fragen habt zum Thema Lernen oder ihr hängt einmal, ihr tut es euch schwer oder ihr wisst jetzt nicht mehr, wie ihr den Stoff verarbeiten sollt oder ist einmal ein Stoff mit viel Zahlen, wie soll ich denn das jetzt aufarbeiten, dann könnt ihr ja gerne einfach jetzt mit dem Handy abfotografieren. Wer will, könnt ihr ja gerne Folgendes nutzen. Wir haben heute etwas, unsere Body Brain Activity ist unsere E-Mail-Adresse und wir haben vorne nur FHK vorgetan, dass wir es zuordnen können. Das heißt, wenn ihr bei einem Lernstoff nicht wisst, wie kann ich das jetzt lernen, soll ich Pausen machen, weil ich gehe aus dem Bild raus, dann könnt ihr ja gerne unsere E-Mail schicken und unser Team ist beauftragt, dass sie euch innerhalb von 72 Stunden eine Antwort geben. Meistens ist es so, ich tue das ganze Jahr nichts und die letzte Woche brennt der Hut. Einfach schreiben. Genau. Genau, und da braucht es einfach rein und kein Thema. Ihr kriegt da auch die Antwort und wir werden schauen, dass wir unser Bestes geben, dass wir euch da unterstützen können und durchschaukeln. 72 Stunden deshalb, weil wir relativ viel Anfragen von anderen Geschichten haben. Wir haben einen WhatsApp-Kanal, viele Eltern von Volksschulen oder wo sie Gymnasium, neue Mittelschule gehen, was wir unterstützen. Auf jeden Fall, das haben wir heute mitgebracht und bieten euch an. Und jetzt, bevor der Abschluss ist, kann ich euch noch was zeigen, Werbung in eigener Sache. Was wir haben, eine Sonderaktion, die läuft jetzt ein Zeitl, könnt ihr euch anschauen, jetzt gehen wir mal rauf. Wir haben dieses Lernen wie ein Genie, dieses Seminar von Christian Opitz, wo man lernt, doppelt so schnell zu lesen und jedes Buch in 50 Minuten zu lesen und zu verstehen, plus eine eigene Mindmap-Technik, wie ihr lernt, dass ihr jeden Stoff, was ihr wollt, für immer im Kopf speichert, ohne dass ihr ihn jemals vergisst. Das nennt sich Assimilieren, den Lernstoff. Diese Technik kommt von Christian und wir haben da ein Angebot draußen. Das erste ist unser Club, das heißt, wir haben so einen Online-Club, das ist diese Übungen, was wir heute ein bisschen probiert haben. Der ist 16 Monate lang und man kriegt alle 4 Tage eine neue Übung
Und die Übung macht man 10 bis 10 Minuten und dann macht man wieder die neue Übung. Das heißt, der ist ein Sonderangebot für 249 Euro, statt für 2000 normal. Und das gibt es aber nirgends, das findet ihr auch nicht auf unserer Homepage. Ihr könnt den Link dann abfotografieren, wenn irgendwann einmal einer Lust hat, kann er es gern machen. Aber das findet ihr auf der Homepage, deswegen abfotografieren danach. Den Link, weil da ist inkludiert unser Seminar. Das ist der Club, alle 4 Tage eine neue Übung, leicht umsetzbar, 7 bis 10 Minuten am Tag üben. Einfache Übungen, Motivationstipps und Tricks haben wir da noch drinnen. Und das immer mit Freude und Spaß. Alles mit diesen Sachen, was wir jetzt gehabt haben auf unserer Homepage, sind ein paar Übungen, dass man einen Eindruck findet. Und dann haben wir aber noch zusätzlich unser Seminar. Das Seminar kostet normal ist ein 8-Stunden-Seminar, ein Tagesseminar für 399 Euro. Da lernt man diese geniale Lese- und Lerntechnik. Findet am Samstag, den 14.09. von 10 bis 18 Uhr und Samstag, 5.10. 10 bis 18 Uhr in Arnoldstein statt. Was lernt man da? Die Irrtümer vom Lernen, wie setze ich meinen Körper richtig ein und vor allem da unten sein, das in kürzester Zeit doppelt so schnell lesen, einfache Übungen zur Steigerung der Energie, weniger Stress beim Lesen, die beste Methode zum Lernen von Zahlen, Daten, Fakten. Lernblockaden auflösen, wie kann ich meinen Stoff immer behalten, seine eigene Lerntechniken. Ich habe das letzte Mal ein Kind am Seminar gehabt, war 14. Normal haben wir erst ab 16 zugelassen, da darf jeder ein Buch aussuchen. Der Erwachsene war so schnell, dass das Kind übrig geblieben ist, Versicherungssachen. So, da hat der die Kapitel von Versicherungssachen müssen ausarbeiten. Der war in kürzester Zeit, kann ich sagen, die Kapitel, was der Bursche kann, die vergisst er nie mehr und kann er sicher, da wird die alles besser als mein Versicherungsvertreter. Weil er die Sachen assimiliert hat mit einer Expertenrolle, mit virtuellen Vorträgen, dass die Prüfungsängste weggehen, dass es immer im Kopf bleibt. Wie gesagt, das Seminar kostet normal 300, das ist von Christian Opitz, 399 Euro. Aber in der Sonderaktion haben wir eins gemacht, unser BBE Online Club, wo man immer diese Übungen hat und das Seminar ist kostenfrei dabei. Es ist kostenfrei integriert. Wer sich das in Ruhe anschauen will, einfach diesen Link fotografieren. Für euch und ja, gehe auf die Seiten nochmal, sonst war es dann gleich von meiner Seite. Ich habe gehofft, oder ich hoffe, ihr habt noch viel Tipps mitnehmen können. Kurz zusammengefasst für euch, schaut, dass ihr mit dem Spaß reinkommt in euer Studium. Schaut, ganz wichtig, dass ihr diese Lernpausen macht. Das ist ganz entscheidend, dass ihr genug Dopamin ausschüttet, wie auch immer. Und dass ein innerer Schweinehund bei wichtigen Entscheidungen einfach immer wieder überwindet das Ganze. Und scheut euch bitte nicht, wenn ihr eine Frage habt, setzt euch um, schreibt. Oft ist man verwundert, wie einfach der Tipp ist, was man erhalten kann, die einen wieder aufs nächste Level bringen. Genau. Von meiner Seite, wenn jemand sonst Fragen hat, Telefongespräch will, weil man, ich habe ungefähr 30 Telefonate am Tag, wo ich Tipps gebe und Tricks, wo einer eine spezielle Situation hat beim Lernen oder andere Geschichten, einfach anrufen oder auf Facebook bin ich auch tätig, kannst du auch immer schreiben, einfach Einladung schicken. Sonst wollen wir uns bedanken bei der FH Kärnten. Wir wollen uns vor allem bedanken, dass euer Team, Professoren, Professorinnen, so offen sein und wir hoffen, dass ihr so einen innovativen Weg weitergeht und wir sind wirklich, wirklich beeindruckt von euch. Genau, und danke und viel Erfolg und jetzt geht's, glaube ich, zum Grillen.